Im Königreich von Hyrule erzählt man sich eine uralte Legende. Sie berichtet von einem heiligen Artefakt mit dem Namen Triforce. Seine göttliche Macht würde dem, der es berührt, einen jeglichen Wunsch erfüllen. Die Gier nach einer solchen Macht war groß, und so wurde Krieg um Krieg geführt. In seiner Not befahl der König den sieben Weisen, das Triforce im Heiligen Reich zu verbergen. Doch der Dieb Ganondorf drang in das Heilige Reich ein und raubte das Triforce. Als König der Finsternis Ganon griff er Hyrule an, um es in seine Gewalt zu bringen. Doch gerade als das Königreich Ganon schon fast anheimgefallen war, erschien ein Held, geleitet von der Prinzessin. Mit dem legendären Masterschwert in der Hand stellte er sich Ganon entgegen. Nur mit vereinter Kraft konnten der Held und die sieben Weisen den Dämon versiegeln. Dabei wurde das Triforce in drei Teile gespalten und fiel in einen tiefen Schlummer. Ein Teil ruht bei Ganon, über ein zweites wacht das Königshaus von Hyrule. Und das dritte ruht im Herzen des Helden. Noch heute erzählen sich die Menschen diese Geschichte. The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Willkommen Leute, ach ich freue mich, das wird großartig. Hallo. Na, endlich mal wieder ein Zelda-Projekt auf diesem Kanal. Ist schon eine Weile her und das ist ein bisschen schade, aber hey. Legen wir los, oder? Unglaublich Leute, ja? A Link Between Worlds, ein fantastisches Spiel für den 3DS. Unter den Zelda-Spielen auch gerne mal eines, was, ja, nicht ganz so sehr bemerkt wird, meiner Meinung nach. Also, es ist so ein bisschen im Schatten der 3DS-Remakes, nicht wahr? Ich meine, Ocarina of Time und Majora's Mask sind immer so die ganz großen Namen. Aber ich will ganz ehrlich sein, ja, A Link Between Worlds ist ein wirklich sagenhaft gutes Spiel. Und ja, auch ein neues Spiel gewesen auf dem 3DS natürlich, ganz klar. Auch mit schöner eigener Engine etc., ne? Und das merkt man hier auch. Und vor allem natürlich ein A Link to the Past-Nachfolger. Und naja, mein allererstes Spiel, was ich als Kind gespielt habe, war A Link to the Past. Ihr könnt euch also vorstellen, wie ich damals bei A Link Between Worlds es kaum fassen konnte, was da auf einen zukam und wie euphorisch ich war etc. Es ist fast ein bisschen schade, dass man diesen Ersteindruck hier nicht mit dabei hat, ne? Ist ja kein Blind-Let's Play, aber natürlich, nichtsdestotrotz würde ich sagen, legen wir es drauf an, oder? Und zwar im Heldenmodus, damit das Ganze auch spannend wird. Das Interessante dabei ist, dass ich schon wirklich lange keine Link Between Worlds mehr gespielt habe. Also, stellt euch auf einige Fails vielleicht ein. Könnte lustig werden. Okay. Natürlich wird der Name geändert. So, da haben wir es auch schon, ne? Der gute alte Chris ist am Start und ich würde sagen, Start! Let's go! Alles klar. Das Triforce. Von dem haben wir ja gerade schon gehört. Ganon. Sieht ja ganz schön dramatisch aus. Na sowas schon wieder. War wohl nur ein böser Albtraum.
Und wie es typischerweise ist, ist Link natürlich die totale Schlafmütze. Toll. Und so einer soll mal wieder die Welt retten. Na, ganz, ganz großartig. Hey, Chris. Da kommt auch gleich der Gries. Beziehungsweise Grie. Wer weiß, vielleicht ist er ja gerne griesfrei. Ich habe keine Ahnung. Wie ich mir dachte, immer noch im Bett. Ja, so klein wie er aussieht, bestimmt, oder? Aufstehen! Oh Gott, lass mich doch einfach noch in Ruhe ein bisschen schlafen hier in Ruhe. Mein Gott, das ist doch furchtbar. Da hat er seinen ganz persönlichen Wecker hier. Ganz, ganz großartig. Steh schon auf, Chris. Du kommst zu spät zur Arbeit. Der Schmiedeofen ist längst angefeuert. Jeden Morgen muss ich dich aufwecken kommen. Mach hin, ich warte draußen auf dich. Ja, ja. Ist ja gut, meine Güte. Mein Vater ist schon Fuchsteufelswild. Da zuckt er erstmal auf. Das hat wohl was zu bedeuten, ne? Ah, wie schön, Leute. Wie schön. Es ist einfach toll. Mal wieder in A Link Between Worlds zu sein. Denn es ist, wie gesagt, eine Weile her und ich freue mich wirklich riesig. Doch, ich meine, ja, Ocarina of Time ist auf dem Kanal abgedeckt, ne? Hätte es auch mal Majora's Mask theoretisch noch nehmen können, was ich halt persönlich auch unglaublich schätze. Ja, ganz, ganz tolles Spiel. Und wird sicherlich irgendwann auch mal abgedeckt, denke ich mal. Läuft einer nicht davon. Dieses Jahr jetzt speziell noch, ne? Ich meine, Link's Awakening Remake steht auch irgendwo mal an. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ganz egal, wie nun die Optik ausfällt. Ich hoffe nur, dass die Jokes noch gut rüberkommen. Aber das ist ein Thema für wann anders, oder? Die haben wir mit Majora's Mask natürlich auch schon hängen. Aber mit der eigentlichen Mechanik des Spiels können wir noch nichts machen. Die kommt erst noch. Die ist aber auch ganz, ganz grandios. Gehen wir einfach mal raus, ne? Redet hier schon wieder so viel. Mensch. Aber wahrscheinlich kennen sogar einige von euch schon A Link Between Worlds, oder? Könnte ich mir vorstellen. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie viele jetzt tatsächlich A Link Between Worlds neu gucken. Das ist ja auch interessant. Und wie viele es einfach schon gespielt haben und jetzt auch wieder Lust drauf haben und sich denken, ach ja, das gebe ich mir jetzt, ne? Das kann man mal sich angucken. Vor allem, wenn der Frust im Heldenmodus kommt, ja, weil ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Ja. Es fühlt sich doch großartig an, ja, wenn man so niedergucken kann auf diesen Chris da, wie er sich wieder total blöd anstellt, ich sag's euch. Ja, in Zelda ist das oft so, ne? Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ja, komm vor. Chris, jetzt beeil dich, oder willst du wirklich Ärger kriegen? Ich komm ja schon, als aufdringliches kleines Kind hier, meine Güte. Unglaublich. Ach, und vergiss ja nicht den Morgengruß. Wen du grüßen sollst? Na, ihn da. Wenn du rausgehst, grüß den Wetterhahn. Nur wer speichert, ist sicher. Das sagt mein Vater doch immer. Ha. Sag mal, Chris, weißt du eigentlich, was speichern bedeutet? Ich bin ja nur ein kleines Kind. Mir sagt man ja gar nichts. Aber eigentlich ist es mir auch egal. Dann laufe ich schon mal vor, nach dem Morgengruß, und komme ja dann schleunigst hinterher. Alles klar. Okay. Mach erstmal Sonnengruß hier, wie fit Link ist aktiv. Wenn du nicht speicherst, wird mein Vater mächtig sauer sein. Naja, den wollte ich noch kurz triggern, den Dialog. Alles klar. Schwupp, da ist er auch schon. Der Wetterhahn. Ein neuer Wetterhahn wurde auf der Karte eingetragen. Sehr gerne nutzen wir diese nette kleine Funktion schon mal. Alles klar. Können auch noch ein bisschen an Rubine kommen, aber in dem Spiel sollte es einen nicht an Rubinen mangeln. Ich kann mich zurückerinnern, ich hatte eigentlich nie wirklich Geldprobleme in einem Spiel. Aber nun gut. Da rennt er erstmal vor, weißt du. Flinkes Kerlchen. Tralala. Ist auch so schön, ne? Die Musik hier ist also friedlich. Alles scheint in Ordnung zu sein. Schnell, Vater wird sonst wirklich wütend. Und irgendwie ganz interessant, dass man hier bei einem Schmied arbeitet. Auch so ungewöhnlich, ne? Aber nun gut, ich meine, Link hat schon vieles hinter sich gebracht, was das betrifft. Vater ist heute schlechter Laune. Er wird dir eine riesige Strafpredigt halten, Chris. Das kann dauern. Toll. Toller Beginn hier, meine Güte. Wie gefällt er euch, Hauptmann?
Oh, ganz ausgezeichnet. Ihr schafft es, dass selbst mein alter Schild wieder aussieht wie neu. Man nennt euch zu Recht Meister. Man tut, was man kann. Ich hatte gerade etwas Erz von höchster Güte da, also habe ich ihn bei der Reparatur gleich verstärkt. Vielen Dank, es war also die richtige Entscheidung, den Meister ins Werk zu lassen. Nächsten Schild lasse ich ganz sicher auch hier machen. Ja, kein Billigmetall hier, ne? Ist kein Schild, der in der Hand explodiert. Keine Sorge. Was denn, Chris? Du bist gerade erst in der Ausbildung. Hast schon wieder verschlafen? Ja, so wirst du nie ein großartiger Schmied wie der Meister. Toll, danke. Erstmal richtig fett gedisst, weißt du? Danke. Toll. Chris, wie oft habe ich dir schon gesagt, du hast pünktlich hier zu sein. Jetzt reißt mir endgültig der Geduldsfaden. Komm doch mal her zu mir. Ubi. Oh nein. Der Hauptmann ist gegangen und hat sein Schwert vergessen. Ja, ja, ne? Toller Hauptmann. Ah, ausgerechnet unser Obersoldat vergisst sein Schwert mitzunehmen. Wie verantwortungslos. Chris, die Strafpredigt muss warten. Schnell, lauf dem Hauptmann hinterher und vergiss bloß das Schwert nicht. Alles klar, das nehmen wir natürlich mit. Yeah, das vergessene Schwert. Sei vorsichtig damit und bring es schnell zum Hauptmann. Na gut, okay. Erstmal einen Lieferburschen machen. Okay. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Was denn, wo du ihn suchen sollst? Wenn der Hauptmann irgendwo hingegangen ist, dann wird das ja wohl Schloss Hyrule sein. Vollpfosten. Schläfst du echt immer noch? Ich hab's dir auf der Karte markiert, also steh ja nicht rum. Meine Güte, Link, versteh Logik. Natürlich geht er zum Schloss. Oder doch nicht? Ach, wir werden sehen. Was denn, hast du Ärger gekriegt? Lalala. Moment mal. Ja, also wir könnten theoretisch jetzt auch so rumlaufen, glaube ich, aber gehen wir ruhig schön direkt bis Haupttor. Ach ja, natürlich müssen wir eh, glaube ich, mit dir reden. Ah, Chris, du bist nicht so oft so früh auf, oder? Was möchtest du denn im Schloss? Ich verstehe, eine Lieferung für den Hauptmann. Tut mir leid, der ist noch nicht wieder zurück. Er hat gesagt, dass er heute bei deinem Meister vorbeischauen wollte. Also ist er wahrscheinlich noch dort, nein? Dann ist er sicher wieder auf ein Schwätzchen bei Schwester Seras vorbeigegangen. Und das jetzt, wo wir überall am Schloss mit diesen seltsamen Schmierereien zu kämpfen haben? Nun, der Hauptmann sollte jedenfalls bei der Kirche sein. Du weißt schon, die an der Rückseite des Schlosses. Der kürzeste Weg ist dort entlang. Das ist auch sein sehr verantwortungsvoller Mensch, weiß der Hauptmann, wichtige Rolle und so. Erstmal Schwert vergessen hier, läuft auf jeden Fall. Dann weißt du noch, flirtet er erstmal bei der Kirche oder was? Ich glaube, es hakt. Was ist denn mit euch hier los, oder? Irgend so ein Schmierer hier. Bestimmt wieder irgendein YouTube-Prank, weißt du? Ganz großartig. Seit dem Morgengrauen versuche ich, diese Schmiererei wegzuwischen. Jetzt ist es wirklich nicht mehr lustig. Ja, ja, das hat Fuse gegeben, das sehe ich schon. Das hat richtig viel Fuse gegeben. Wie sehr ich auch schrubbe, es geht einfach nicht ab. Das ist doch keine normale Farbe. Meine Güte, ey. Ich sag's euch. Trendplage hat wieder zugeschlagen. Furchtbar. Alles klar. Yay, in den Norden. Aber ich freue mich natürlich auf den Moment, wo ich selbst zuhauen kann, ist ja klar. Logo. Ah, der nächste Wetterhahn. Den aktivieren wir auch mal. Werden wir aber noch nicht nutzen. Wir wollen ja ein bisschen was schaffen in dem Part. Gerade im ersten Part darf ein bisschen Action sein. Ne? Muss ein bisschen was passieren. Ist ja ganz klar. Ah. Oh Gott, die Musik ist so toll. Ne? Ich finde, A Link Between Worlds hat so einen genialen Soundtrack auch. Den kannst du auch so rauf und runter hören. Ich fand das auch damals fantastisch. Wirklich so schön kompakt zu mitnehmen. Und vor allem, wie die mit Effekten teilweise spielen, also mit Übergängen, ist grandios, finde ich, bei der Musik. Werde ich später auch noch, ich werde es ein paar Mal bestimmt nochmal erwähnen dann, wenn es mal passiert. Aber da ist, finde ich, das Spiel absolut vorbildlich. Es gibt die richtig geniale musikalische Übergänge. Aber ja, ich meine, ne, Zelda und Musik, das funktioniert einfach. Hallo Chris, möchtest du zur Kirche? Ja, der Hauptmann ist hier. Er unterhält sich drin mit Vater. Der Hauptmann hat sein Schwert vergessen. Diese Nachlässigkeit sieht ihm gar nicht ähnlich. Ich werde einmal nachsehen gehen. Na sowas. Da ist erstmal der Boris. Was ist der Hauptmann? Der kommt nicht wegen des Priesters hierher, sondern wegen Seres. Aber Seres kriegt das gar nicht mit. Manchmal ist sie etwas naiv. Aber sie ist ein wirklich guter Mensch, weißt du? Nebenbei, an den Schlosswänden sind seltsame Bilder aufgetaucht. Bei dem Nebel konnte ich aber nichts erkennen. Das ist doch...
Oh mein Gott. Erstmal Hilfeschrei. Was war denn das? Ich glaube, sie hat dein Gesicht gesehen, Boris. Oh nein. Oder sie hatte so lange verdrängt und ist es ihr gerade eingefallen. Die Tür öffnet sich ein Spalt breit. Oh Gott. Obi, Obi, das war ein Hilferuf von Schwester Siris. Kein Zweifel, schnell, wir müssen sie retten. Aber wie nur? Ja, wie denn? Ah. Der Priester hat einmal davon erzählt, dass es auf dem Friedhof einen unterirdischen Weg zur Kirche gibt. Ich selbst habe ihn weder gesehen noch betreten. Aber könntest du diesen Weg nicht suchen und einmal nach den Rechten sehen? Du hast ja sogar ein Schwert. Ich habe Angst. Ein Schwert? Du hast eine Schaufel, hallo? Das funktioniert auch, ja? Meine Güte, Boris. Na, das ist das Schwert des Hauptmanns. Gehört mir nicht. Jetzt ist nicht die Zeit zu zögern. Nein. Jetzt hör doch auf damit. Hier passiert etwas Schlimmes. Und das ist alles, was dir einfällt. Ist es dir etwa egal, was mit Seeres passiert? Ich muss wohl. Du willst leihweise das Schwert, das du dem Hauptmann bringen solltest, schwing es mit B. Wenn's gefährlich wird, hast du immer noch das Schwert. Oh, wenn ich doch nur 10 Jahre jünger wäre, würde ich ja selbst gehen. Auch eher 20 Jahre. 30. Egal. Geh du einfach zum Friedhof. In Ordnung. Alles klar. Ja, yeah, endlich. Ach ja, das geht so schön schnell vor allem. Oh mein Gott, erstmal eine Biene. Stimmt, erstmal instant am besten dran, weil Heldenmodus und so. Man kriegt echt gut Schaden in einem Spiel. Muss ich mal sagen, ne? Muss ich mal kurz gucken, dass ich das Timing wieder perfekt mache. Ja, wunderbar. Das kannst du auch genauso, dass der Sound gar nicht mehr ertönt machen. Dich habe ich jetzt schon fast mal übersehen gerade, aber es ging nochmal gut. Ich weiß nicht mehr, ob man hier irgendwas Tolles bekommt, aber ganz im Ernst, ich glaube, auf Geld kann mir erstmal wirklich egal sein. Das spielt erstmal keine große Rolle. Also gehen wir rein in den Geheimgang. Der ist hier natürlich ganz offensichtlich. Ganz klar. Ach ja. Oh Gott, diese klassische Musik, es ist so toll. Da muss ich immer spontan halt an Link to the Past zurückdenken, auch gleichzeitig noch, ne? Habe ich dann immer so im Kopf einfach, weil das ist halt so, wie gesagt, meine allererste Videospielerfahrung gewesen. Und da haben die auch nicht viel dran verändert, ne? Ist im Prinzip wirklich noch so ziemlich gleich. So, machen wir das mal kurz so, zack. Sehr schön. Jetzt haben wir auch ein bisschen Licht. Nicht viel, aber es geht schon. Wir können auch noch was abfackeln. Alles klar. Also jetzt können wir quasi selbst pranken mit Feuer, ne? Dann gibt's ordentlich Rubine. Cool, oder? Alles klar. Erstmal alles kaputt machen. Sachbeschädigung fängt groß an. Meine Güte. Ja, muss echt aufpassen, nämlich ein bisschen. Ist irgendwie so lustig, wenn man das erwähnt bei so ein paar Ratten, aber selbst die könnten schon ein bisschen Damage machen. Ah, was haben wir denn da Schönes? Erstmal 20 Rubine für uns. Wunderbar. Ah. Tja, wenn das im Echt auch so leicht ginge, was? Nope, das ist leider nicht drin. Tut mir leid. Erstmal ein paar Schlangen. Snake! Snake! Nur ein Rubin. Tut mir leid. Mein Schlüssel. Wow, 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 wow. Mach mal halblang. Ich glaube, sie haben sogar die Gegnerzahl im Heldenmodus auch erhöht, oder? War ich schon immer so viel drin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwann habe ich ihn mal gespielt. Aber es ist verdammt lange her. Dementsprechend, ja. So fast, kann so ein bisschen sagen, half-blind oder so, ne? Sagen, glaube ich, manche auch. Wenn sie ein Spiel einfach ewig lang nicht mehr gespielt haben, es im Prinzip irgendwann mal schon gemeistert haben, aber ja, unspektakulärer Raum, weil es erstmal dramatische Musik. Zwei kleine Geister. Großartig. Ah, ja. Gut, machen wir uns dran. Plopp. Der Soundeffekt gerade. Ich glaube, die Sicherung hat es durchgehauen hier drin. Ah, wir sind da. Die Tür ist auf magische Art und Weise. Okay, nee, wir können sie tatsächlich einfach öffnen. Ich dachte, das geht jetzt nicht. Einfach so zugeklappt. Diese Musik vor allem hört man ja auch nur hier. Schnell, lass mich raus. Die Tür ist abgeschlossen. Boris!
Boris. Hier drin ist fürchterlicher Gesang. Oh Gott. Meine Tochter, was habt ihr mit Seeres vor? Wer seid ihr? Ja, wen haben wir denn da? Mein Name ist Yuga. Ich bin ein Sammler. Ein Sammler auf der Suche nach wahrer Schönheit. Und bei euch bin ich fündig geworden, Schwester. Ihr seid ein Juwel inmitten des Morastes. Mit meinen begnadeten Händen werde ich euch noch schöner machen. Ihr solltet diese Ehre zu schätzen wissen. Ein richtiger Freak. Shit. Jetzt hat er sie einfach mal geinstagrammt. Alter Schwede, ey. Hat er sie geinstagrammt? Ich krieg die Krise. Das kannst du nicht machen. Das geht so weit. Das geht so weit, Yuga. Wundervoll. Als Gemälde seid ihr tatsächlich noch bezaubernder. Auch sie wird sicher sehr zufrieden sein. Und wen haben wir denn da? Wie bist du denn hierher reingekommen? Bloß, du willst dich mir in den Weg stellen mit diesem Messerchen. Chris, warum bist du hier? Dieser Mann ist gefährlich. Der Hauptmann, er hat ihn. Du solltest auf den Priester hören. Was glaubst du, kannst du gegen mich ausrichten? Oh, erstmal reingerannt. Nein. Link. Ich meine Chris. Chris! Die Bewohner dieser Welt sind alle so roh und ungestüm, sich mir entgegenzustellen. Was für eine Vermessenheit. Ihr seid unwürdig. Zum Glück muss ich nicht mehr allzu lange in dieser hässlichen Welt verweilen. Wer ist hier hässlich, ja? Du schaust nicht mal so. Oh, verdammt. Ah, das war zu schnell, nein. Auch dieser Hauptmann ist nicht gerade ein bildvoller Mann geworden. Enttäuschend. Aber es spielt keine Rolle. Meine Suche nach dem perfekten Motiv geht weiter. Yuga. Meine Seeres, Prinzessin Zelda muss erfahren, was hier geschehen ist. Ein merkwürdiger Beginn irgendwo. Aber auch irgendwie sehr cool, muss ich sagen, der Einstieg in A Link Between Worlds. Ach Gott. Ach, ich mag das Spiel, das ist so toll. Es macht mir umso mehr Spaß, dass ich es eben schon lange nicht mehr gespielt habe. Kennt ihr das? Manchmal ist es echt so. Manchmal ist es echt gut, wenn ein Spiel wirklich nach sehr langer Zeit das wieder anpackt. Und sich dann umso mehr freuen kann, wenn man es mal wieder tut. Die einzige Voraussetzung ist, dass man gute Erfahrungen damit hatte. Dann geht das immer. Oh, bist du endlich wieder wach? Hallo, ich heiße Ravio. Ich bin ein fahrender Händler. Ich kam zufällig in die Kirche, da habe ich dich vor dem Altar liegen sehen. Nanu, ein komischer Kauz. Ich konnte dich ja nicht einfach dort liegen lassen. Da habe ich dich in diesem leerstehenden Haus untergebracht. Was? Das hier ist dein Haus? Der Stand ist gar nicht leer. Was ist denn überhaupt passiert? Hier bitte! Ein komischer Typ verwandelt Leute in Gemälde. Du wolltest ihn aufhalten, aber er hat dich erwischt, was? Verstehe. Schon toll, dass du den Mumm hast, dich so einem Typen in den Weg zu stellen. Bist du ein echter kleiner Held. Aber jetzt ist nicht die Zeit, sich über sowas zu unterhalten. Diesen Vorfall solltest du sofort im Schloss melden. Meine Güte, ich gehe ja schon. Warte mal eine Sekunde. Ich suche in der Nähe nach einer Unterkunft. Aber irgendwie ist das schwierig. Ich finde einfach nichts Vernünftiges. Ich habe eine etwas dreiste Bitte. Könnte ich vielleicht bei dir einziehen? Eine kurze Weile nur. Bloß nichts. Wirklich? Was? Bloß nicht. Wir waren doch gerade dabei, trotz unserer Unterschiede, dicke Freunde zu werden. Ich habe im Hintergrund schon die Geigen spielen hören. Wow. Ich will nicht mehr unter freiem Himmel schlafen müssen. Versuch du mal dein Lager mit einem Tausendfüßler zu teilen. Oh mein Gott. Bitte, bitte, lass mich eine Zeit lang hier wohnen. Bitte, bitte, bitte. Hau ab. Was? Das ist ein Witz. Oder?
Bitte, 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 lass mich hier bleiben. Ich wünsche mir auch nie wieder was von dir. Na gut. Wirklich? Vielen, vielen Dank. Ravio. Endlich muss ich mir unter freiem Himmel schlafen. Ich kann dir zwar keine Miete zahlen, aber nimm stattdessen noch bitte das hier. Okay, du hast Ravios Armreif erhalten. Riecht seltsam. Ob der für irgendwas gut ist? Das ist eine echte Antiquität. So mancher Sammler würde sich alle 10 Finger danach lecken. Ach, so willst du nicht, weil er komisch riecht? Wann redest du? Das ist ja wohl ein toller Geruch. Dieses ledrige Aroma mit einem Hauch von Schimmel im Abgang. Großartig. Das ist der Beweis dafür, dass es sich um ein geschichtsträchtiges Relikt handelt. Naja, verkaufen kann er, ne? Ja, schon gut. Ich geb's zu. Der Armreif müffelt ein bisschen. Das Geschenk kommt trotzdem von Herzen, also trag ihn bitte auch. Los, los, auf zum Schloss. Schnell. Schnell! Meine Güte, Ravio, hätt's doch nicht so, weißt du? Was für ein Typ. Eine seltsame Gestalt. Das heißt, da war auch ein Priester, den muss ich wohl übersehen haben. Aber genug davon. Los, los, auf zum Schloss, schnell. Einfach den Priester ignorieren, weißt du? Wie dreist ist denn Ravio, hallo? Ja, den Alten sagt er, der darf liegen bleiben, ne? Das ist in Ordnung, ja. Der steckt das wahrscheinlich nicht so gut weg wie wir, aber egal. Bis später und viel Erfolg, kleiner Held. Weil mal seine Seeres weg ist, ja. Ah, draußen mit einem Schwert. Oh mein Gott. Eine Biene, Leute. Hat heute verfolgt. Erstmal das Ding zersmasht. Aber wie auch immer, Leute. Würde sagen, lassen wir es doch an der Stelle auch mal gut sein für heute, ne? Ich denke, das wird auch so relativ die Partlänge meistens sein. 20, 30 Minuten. Bei Zelda lässt sich das ja auch schön stückweise machen. Wunderbar. Ach ja, ich freue mich. Wie gesagt, aber ich denke, das kommt auch genug rüber, wie sehr ich mich hier freue. Diese schöne Weltkarte nochmal bestaunen. Ja, wir haben eine große Welt. Eine Welt, bei der ich glatt ein bisschen nostalgisch werde. Und das ist auch das Schöne daran. Ach ja, Link Between Worlds. Es ist einfach so, sich der Linie unglaublich treu geblieben, ne? Mit A Link to the Past wirklich gut dran anzuknüpfen, sich dieser Welt so zu bedienen und auch diese Elemente so zu übernehmen. Weil alleine diese 3D-Optik bedient sich ja einem visuellen Trick zum Beispiel, ne? Das ist ja nicht eine realistische Draufsicht eigentlich, aber sie funktioniert einfach gut. Hier hat man versucht, von den 2D-Sprites einfach in 3D umzusetzen und das ist fantastisch gelungen, das ist total cool. Und über die Soundtrack habe ich ja auch schon ein bisschen geredet. Aber die richtig genialen Tracks kommen alle noch so der Reihe nach. Und auch die Geschichte gefällt mir gut in A Link Between Worlds. Aber ich will nicht spoilern. Wir wollen das alles ja auch irgendwo frisch erleben, ja. Nicht zu viel vorwegnehmen. Wir sehen uns jedenfalls beim nächsten Part. Ich freue mich riesig drauf. Und hoffe, ich kann wieder mit euch rechnen. Bis bald, Leute.